Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Anime-Character-Profile und zwar dieses Mal zu Seto Kaiba aus dem Duelist Kingdom. Ich habe es ja ähnlich gemacht bei Yugi, deswegen macht es auch Sinn, das bei Kaiba anzustreben, dass wir quasi nach Staffeln gehen. Und Kaiba benutzt auch in der ersten Staffel schon sehr viele Karten, und zwar 29 Karten aus dem Main-Deck, 2 Anime-Karten und 2 Karten aus dem Extra-Deck. Und da kann man auf jeden Fall schon mal ein cooles Deck draus bauen. Er spielt auch dreimal den blauäugigen weißen Drachen, das macht natürlich Sinn, weil es ein Covermonster ist. Und die Karte ihm abzusprechen wäre absolut sinnlos, weil es quasi die Kaiba-Karte ist, die jeder kennen sollte. Und natürlich spielt er die auch dreimal im finalen Deckbild. Und er spielt auch die Crush-Card. Und die Crush-Card hat ja eine Erratung bekommen. Ich habe mich aber entschieden, dadurch, dass es möglich ist, auf diesem Programm hier die Pre-Errata-Version zu spielen, dass ich die auch reinnehme, weil die in meinen Augen schon eine sehr ikonische Kaiba-Karte ist, mit ihrem alten Effekt. Und er spielt hier auch eine sehr gute Support-Karte dafür, und zwar die Wand der Illusionen, aber dazu später mehr. Und deswegen fand ich diese Combo ehrlich gesagt ziemlich sinnvoll, zumal sein restliches Deck gar nicht mal so stark ist, ehrlich gesagt. Also von Kaiba hätte ich ehrlich gesagt mehr erwartet. Aber ich würde sagen, wir schauen mal, was daraus geworden ist, denn ich habe auf jeden Fall eine Weile darüber nachgedacht. So, da haben wir auch schon die finale Deckliste und ich muss sagen, es war nicht einfach. Wir haben zunächst mal 40 Karten im Main Deck, davon 27 Monster, das ist eine ganze Menge. Aber gut, Kaiba ist halt auch ein offensiver Charakter, könnte man sagen. Und er spielt dreimal den Blue Eyes, dreimal den Jin, dreimal den Kampfochsen, dreimal Ryukishin Macht, dann haben wir zweimal den Mystic Horseman, zweimal den Aquamador, dreimal den Lord of D, dreimal die Wand der Illusionen, eine sehr gute Karte, dann einmal die Karte Ancient Lamp, einmal Cyberjar und dreimal Trapmaster. Dann spielt er noch 6 Zauberkarten, und zwar zweimal die Poli, dreimal die Drachenrufflöte und eine Wiedergeburt zum Glück, was ziemlich cool ist. Und dann noch 7 Fallenkarten, und zwar eine Crush-Card, die auf 1 ist, weil alles andere wäre ziemlich broken. Und dann noch 3 Shadow Spells und dreimal die Gate Attack. Und dann noch 6 Karten im Extra-Deck, und zwar zunächst mal dreimal die Karte Blue Eyes Ultimate Dragon, das ist halt das ultimative Bossmonster, und noch dreimal die Karte Rabbit Horseman. So, warum spiele ich die Karten, die ich spiele? Zunächst mal musste ich irgendwie sicher gehen, dass wir es schaffen, den Blue Eyes auch rauszubekommen. Und deswegen habe ich 2 Engines hier quasi untergebracht. Und zwar erstens eine Stall Engine und zweitens eine Lord of D Engine. Wir kommen erstmal zur Stall Engine, würde ich sagen. Und zwar haben wir da zweimal die Karte Aquamador und dreimal die Karte Wand der Illusionen. Die Wand der Illusionen ist deshalb dreimal drin, obwohl sie weniger Def hat, weil sie einen sehr, sehr guten Effekt besitzt. Und zwar werden Monster gebounced, wenn sie gegen die Wand der Illusionen kämpfen. Und das ist halt schon ziemlich solide. Und das rechtfertigt in meinen Augen auch die etwas niedrigere Def, weil diese Bounce-Effekte schon ziemlich praktisch sein können, wenn der Gegner irgendwelche ekligen Bossmonster hat. Aber es geht noch weiter. Die Wand der Illusionen ist ein Monster mit 1000 ATK und dem Attribut Finsternis. Das bedeutet, die Karte hier ist nicht nur eine Wall, die Monster bouncen kann, sondern auch noch ein Target für die Crush-Card. Und die ist instabil in vielen Fällen. Deswegen ist diese Kombination aus 3 Wänden und einer Crush-Card absolut klar. Und die darf ich hier auf gar keinen Fall rauskicken, weil es einfach eine Winning-Condition ist, die nicht zu unterschätzen ist. Deswegen auf jeden Fall dreimal die Wand und nur zweimal Aquamador. Ich hätte auch dreimal Aquamador spielen können, aber ich wollte weder die Lampe kicken noch einen Horseman. Deswegen sind es 2 geworden, aber dazu gleich noch mehr. Die zweite Engine ist wie gesagt diese Sache mit der Drachenrufflöte und dem Lord of D. Und ich muss beide Karten dreimal spielen, damit man sie auch zieht. Und die sind beide ziemlich hart scheiße. Aber Leute, damit könnt ihr Blue Eyes von der Hand specialen. Und das ist halt schon sehr, sehr gut in einem Deck, das gerne mal mit Blue Eyes brickt. Und deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze mal auszutesten. Weil das sind quasi Karten, die für Kaiba sowas von exemplarisch sind, dass ich sie nicht kicken möchte. Und ich finde es sehr cool, dass wir so quasi ein Deck haben von Kaiba, das mit dem Lord of the Dragons spielt, was man ja mittlerweile gar nicht mehr machen würde in heutigen Decks. Also auf jeden Fall eine interessante Mechanik, die ich hier eingebunden habe quasi. Und dann haben wir natürlich auch noch eine ganze Menge Beatsticks, und zwar 9 Stück an der Zahl, und zwar den Jin, den Kampfochsen und Ryukishin Macht. Also 1600, 1700 und 1800. Ja, ich muss sagen, dass Ryukishin nicht so stark ist, aber 1,6 ist noch okay, und der Jin ist wirklich solide, und der Kampfochse, der kann immerhin fusioniert werden, sag ich mal. Also das sind schon Beatsticks, die ich mitnehmen möchte, und Kaiba ist halt relativ offensiv und mit diesen Monstern kann er das auch ausleben. Und ich finde das so recht sinnvoll. So dürften normalerweise in Kaibas Hand immer so 1 bis 2 Beatsticks sein, die er normeln kann, und ich denke, das ist ziemlich passend. So, und dann spielen wir noch die Polymerisation, und die ist sehr interessant. Und zwar können wir entweder dreimal den Blue Eyes zu einem ultimativen Blue Eyes fusionieren oder einen Mystic Horseman und einen Battle Ox zu einem Rabbit Horseman. Der Rabbit Horseman hat nur 2000 ATK und durch seine Beschwörung geht man -2. Und das ist schon hart scheiße.
aber ich wollte das Ganze dem guten Kaiba nicht absprechen, weil er halt auch Fusionen spielen soll. Ich finde, das ist passend für diese Duelist Kingdom Saga und ich will ja die Decks möglichst Anime-nah halten, deswegen macht das schon in meinen Augen Sinn. Zweimal die Poli zu spielen, dreimal, wäre allerdings ziemlicher Overkill. Ich habe zwar ein bisschen Angst, dass ich Poli und den Mystic Horseman immer mal wieder totziehen werde, aber was will ich machen? Wenn ich die beiden Karten unterbringen möchte, dann ist ein Playset zu viel und auf zwei machen sie einfach mehr Sinn in meinen Augen. So, und was haben wir jetzt noch übrig? Wir haben zunächst mal bei den Monstern noch hier die antike Lampe und die kann Angriffe umlenken vom Gegner oder sie kann den Djinn aus der Hand specialen, was beides ehrlich gesagt ganz okay ist, aber mehr auch nicht. Ich würde sagen, man kann die Karte als One-Off spielen und ich wollte die Karte als ikonische Kaiba-Karte mit drin haben, aber man könnte sie auch kicken, weil sie ist nicht so gut. Und dann haben wir noch den guten alten Trapmaster und der crusht einfach eine verdeckte Falle vom Gegner durch einen Flip-Effekt und das ist immer wieder solide. Das crusht nämlich diverse Spiegelkräfte und so weiter weg und da wir hier kein MST haben, ist das denke ich schon eine Bereicherung und ich hatte keine andere Karte, die ich hier unbedingt noch spielen wollte, deswegen macht die Karte auf 3 denke ich Sinn. Und wir haben auch Angst vor Spiegelkräften, weil wir sehr viele Beatsticks haben ohne Schutzeffekte. Und dann haben wir noch die Cyberdose, die ist halt eine verbotene Karte, deswegen darf ich die nur einmal spielen und die ist richtig gut im Tributvater schaffen. Und dementsprechend auch ein schöner Support für Blue Eyes und deswegen ist die Karte auf jeden Fall auch hier mit drin. Dann bei den Zauberkarten haben wir noch die Drachenrufflöte, die ist klar. Und Wiedergeburt dürfte auch klar sein. Die Karte schafft ebenfalls einen Tributvater. Sie kann auch eventuell einen Blue Eyes wiederbeleben, wenn er mal stirbt, was auch sehr schön ist. Und sie ist generell einfach eine sehr gute Karte für OTKs, deswegen warum nicht. Und man kann sich damit auch gegnerische Bossmonster holen gegebenenfalls. Dann haben wir die Crush-Karte. Die ist wie gesagt einfach nur genial. Insta-Win, einfach so. Indem man ein finsternes Monster wegtributet. Das geht übrigens auch mit der Cyberdose eventuell. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es ist möglich. Und ja, ich finde den Effekt sehr gut. Man nimmt dem Gegner quasi all seine Beatsticks weg, auch aus der Hand. Und er darf 3 Runden lang keine weiteren Beatsticks mehr ziehen. Und das ist einfach unfair. Die Karte muss auf jeden Fall in das Deck und deswegen auch einmal, weil mehr wäre unfair. Dann haben wir dreimal den Shadow Spell. Der ist quasi eine Art Fiendish Chain, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet. Die ist okay, die Karte, aber auch nicht broken. Ich würde aber sagen, dass sie in einem so alten Deck hier wirklich sinnvoll ist als Playset, weil es schon eine recht gute Control-Karte ist. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Und dann haben wir noch dreimal die Karte Negate Attack. Und über die Karte ärgere ich mich ein bisschen, ehrlich gesagt, weil Wabuku wäre genial gewesen. Weil die Sache ist die, wenn der Gegner die Wand der Illusion angreift, um sie wirklich endlich loszuwerden, dann könnte man Wabuku chainen, der Angriff würde durchgehen, aber die Wand würde nicht sterben, dank Wabuku, und der Gegner würde gebounced werden. Aber Negate Attack hält den Angriff auf und damit auch den potenziellen Bounce. Und das ist echt scheiße. Weil man hat damals wirklich gerne diese Combo gespielt mit Wand der Illusion und halt Negate Attack. Und da hat man hier auf jeden Fall gigantisches Potenzial verschenkt, deswegen etwas schade. Aber gut, Negate Attack ist trotzdem praktisch, um halt Tributvater aufs Feld zu bekommen für den Blue Eyes. Und deswegen habe ich auch die Karte dreimal ins Main Deck getan. Und die beiden Fusionsmonster spiele ich logischerweise dreimal, weil das tut keinem weh und das macht schon Sinn. Aber beide sind jetzt nicht so gut. Aber wie gesagt, ich wollte sie hier mit einbinden. Und ich denke mal, ich habe dieses Deck ziemlich gut gemacht. Also ich habe lange hier dran gesessen, wie ich denn wirklich das Maximale hier rauskitzeln soll, ohne das Deck irgendwie Anime-fern zu machen. Und ich glaube, ich habe hier nahezu das Maximum rausgeholt. Also es gibt so viele Karten von Kaiba, die wirklich scheiße sind, beispielsweise D-Spell oder so, die einfach keinen Sinn machen und die sind alle einfach geflogen. Ich habe mich auf das Wichtigste beschränkt, trotzdem alle ikonischen Karten von Kaiba drin behalten und ich habe mir für den Blue Eyes 2 verschiedene Engines ausgedacht, wodurch der wirklich auch mal das Spielfeld betreten wird, hoffe ich doch mal. Und ich finde auch diesen Insta-Win mit Crush Card ziemlich cool und ich bin sehr gespannt, ob Kaiba hiermit wirklich mein Duell gewinnen wird. Aber ich könnte es mir echt gut vorstellen, weil er schon sehr, sehr mächtig ist. Also wundern würde es mich nicht. Was mich aber etwas aufgeregt hat, ist folgendes. Und zwar ist der Lord of D etwas zu stark für die Crush Card. Und das ist echt ein bisschen schade, weil das hätte Potenzial gehabt. Aber gut. Ich denke mal, so konnten wir das Maximum aus einem guten Kaiba rausholen, was die Duelist Kingdom Staffel angeht. Und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter mit einem weiteren Charakter. Schlagt mir gerne einen Charakter vor, der gegen Kaiba antreten soll, aber bedenkt bitte, dass der ungefähr auf der Stärke von Kaiba sein muss, weil Kaiba ist gar nicht so stark, wie es jetzt vielleicht aussieht. Er brickt halt gerne mal mit seinen schlechten Engines und seine Beatsticks sind jetzt auch nicht so heftig, muss ich sagen. Und ich habe mich generell entschieden, für die Zukunft erstmal etwas frühere Duellanten ranzunehmen aus den ersten beiden Yu-Gi-Oh! Serien, weil sonst würde das Format irgendwann zu schnell, zu sehr eskalieren
und die neueren Duellanten würden die alten einfach fertig machen. Deswegen ist, denke ich, eine langsame Steigerung etwas sinnvoller. Und dadurch, dass dieses Format hier noch sehr lange laufen wird, kann ich mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal alle nennenswerten Charaktere durchhaben. Dementsprechend macht euch keine Sorgen, dass euer Charakter nicht drankommt, nur weil er neu ist. Er wird irgendwann drankommen. Jetzt seht ihr hier aber noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere ist das letzte Duell dieses Formates und das untere ist das letzte Profile von Yugi Muto. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.